da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von Pokémon Platin in der Arena von Fleetburg. Wir waren beim letzten Mal stehen geblieben, haben die Eisinsel, so hieß sie. Gott, warum kann ich mir eigentlich nie merken, wo wir sind und wo wir hingehen? Ist ja furchtbar. So, geht's hier lang? Geht's hier nicht lang? Ich weiß es nicht. Ich renne hier einfach mal durch die Gegend, versuche alle Trainer mitzunehmen, die wir kriegen. Ein Ass hat Wissen und Erfahrung, um auf hohem Niveau zu kämpfen. Ich zeige dir, was es für einen Anfänger wie dich bedeutet. Ein Xerox! Ja, mein, das haben wir noch gar nicht gesehen. Nee, das könnte jetzt ein bisschen unangenehm werden, aber ich glaube, wir stehen das eigentlich durch. Gut, dass wir nicht gewechselt haben. Ja, die Keuschere tut weh. Wie gesagt, kann man aber vielleicht bei Gelegenheit rausholen. Setz mal darauf Keuschere ein. Wow, das hat mehr gemacht, als ich gedacht hätte. Na, das reicht hoffentlich. Falls es die Kreuzschere überhaupt übersteht. Nope. Naja, dann können wir Hundemon wenigstens sicher einwechseln. So viel zum Thema. Ja, die Arena wird easy. Vergaß, dass Xerox auch zu den Pokémon zählt. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Ich wünschte, das Pokémon Center wäre näher dran. Das ist ja eine wunderbare Parteröffnung hier. Na gut, soweit ist das Pokémon Center dann auch nicht entfernt. Und wieder zurück. Vielleicht sollte ich Hundemon das Kämpfen überlassen. Auf der anderen Seite, wenn hier was wie Stardust eingesetzt wird, da hat es dann nicht so gute Karten. Geht's hier überhaupt lang? Ich weiß es gar nicht. Irgendwo kommen wir schon raus. Alter. Also hier schon mal geht's nicht weiter. Aha. Guten Tag, der Herr. Pokémon und Menschen arbeiten seit vielen Jahren zusammen. Wir geben dir gerne eine Kostprobe dieser Zusammenarbeit. Das ist schon besser. So, easy, GG. Da. Möchte Surisa so schnell wie möglich auf Level 40 hochprügeln, damit sie es weiterentwickelt. Ist immer das einzige Pokémon im Team, das ich noch weiterentwickeln kann. Dummerweise entwickelt sie es sich auch so spät. Und das war Magnetilo.
Ich glaube, das Teil hier fährt zum Arena-Leiter hoch. Oder runter, je nachdem. Hua, wir attackieren mit schwer zu kontenden Judo-Griffen. Ist ja klar, was wir dagegen machen, oder? Gut, dass uns der Sandsturm kalt lässt. Ade, Stalos. Ade. Na, lass mir das mal Migräne machen. Dann kann sich Koma sein Erdbeben ein bisschen aufsparen. So, einfach mal wegspielen das Teil. Geht doch. Kann man da durch? Ja. Jetzt da rüber. Jetzt da hoch. Ich meine runter. Gott, was für ein Irrgarten. Wenn du dich nur auf einen Typ konzentrierst, erkennst du wirklich die Stärken und Schwächen eines Pokémon. Ob das Bronze schweben kann? Ja. Ach, Bronze, leck mich in die Puschen. Ich weiß, dass du Schweber hast. Der hat dein letztes Stündlein geschlagen. Ich mach dich platt. Wie süß. Und noch ein Bronze. Ob das auch Schwebe hat? Finden wir es aus. Ich behaupte mal, dass er auch schwebe. Ist nur so eine Idee. Meine Cola-Flasche stimmt mir zu. Lass mich raten, dieses Bronzel hat auch Schwebe als Fähigkeit. Finden wir es heraus. Ja, ich glaube, das hat er auch, Schwebe als Fähigkeit. Ich glaube nicht, dass der Volltreffer sonst so viel abgezogen hätte. Na, wir sind oben. So, uns geht's, glaube ich, noch einigermaßen gut. Ja, wir haben noch 6-mal Erdbeben, das müsste eigentlich reißen. Ah, das ist der Orden von Erzling. Verstehe, verstehe. Du hast meinen Sohn besiegt. Nun, das ist kein Wunder. Man muss stets noch viel lernen. Und im Gegensatz zu Veit bin ich eine wirkliche Herausforderung für dich. Eine Herausforderung von Leiter Adam. Magneton wird in den Kampf geschenkt. Warum kein Magnison? Hat sich doch angeboten. Naja, wir wissen, was zu tun ist. Es ist ein Elektro-Pokémon, es ist ein Stahl-Pokémon. Es hasst Bodenattacken, und zwar sehr.
Da gibt's doch gleich ein Level-Up für. Und Synthese. Ah, ich glaube nicht, dass wir Synthese brauchen. Wir können immer Tränke einsetzen. Und Stalos. Gegen Stalos werden wir Migräne einsetzen, weil ich mir einbilde, dass Surfer wesentlich mehr anrichten wird als Erdbeben, weil Stalos eine sehr schwache Spezialverteidigung hat. Und eine sehr starke Verteidigung. Läuft. Ich glaube, mit Bolterus bleiben wir einfach mal stehen. Es ist zwar, wenn ich mich richtig entsinne, Gestein, Stahl und damit doppelt schwach gegen Erdbeben. Ha, mein letztes Pokémon. Das wird der Entscheidungskampf. Aber Bolterus hat eine sehr gute Verteidigung. Da kommen wir mit Surfer, glaube ich, weiter. Zumal es sich gerade noch seine Verteidigung hochpusht. Aber nicht seine Spezialverteidigung. Das muss man hier mal ganz klar erwähnen. Nice. Das klingt ja besser als erwartet. Meine astrobusten Pokémon. Einfach besiegt. Ja, von dem gleichen Pokémon, das schon deinen Sohn weggeschwemmt hat. Du hast es geschafft, mein Team, mein hervorragendes Team zu besiegen. In Anerkennung deiner Stärke überreiche ich dir den Minenorden. Yay, und damit haben wir Ort Nummer 6. Wir kommen voran. Dank des Minenordens kannst du nun die Attacke Stärke auch außerhalb eines Kampfes anwenden. Nun besitzt du 6 Orden. Das bedeutet, dass dir alle Pokémon bis Level 70 aufs Wort gehorchen. Hier, das gebe ich dir auch noch. TM 91 erhalten. TM 91 enthält die Attacke Lichtkanone. Trifft sie den Gegner, wird dessen Spezialverteidigung eventuell gesenkt. Super, Hedwiges Uch. Sehr schön, also müssen wir noch ins Center gehen und unsere kleinen Pokis wieder heilen. Hi. Hey, das ist der Minenorden. Gut gemacht. Bei deiner Stärke solltest du dir überlegen, ob du nicht Pokémon-Champ werden willst. Natürlich bin ich stärker als du, daher gibt es kaum eine Chance, es tatsächlich zu werden. Na egal, Sefi. Komm mit in die Bibliothek. Pff, als wenn ich zu Fuß dahin laufen würde. Erstmal gehen wir heilen. So. Ich würde sagen, das war doch gar nicht mal so schlecht. Nur darauf können wir aufbauen. Ich glaube, das war einer der leichtesten Ordenkämpfe, den wir bis jetzt hatten. Hi. Pokémon, Rock'n'Roll sind alles, was man in der Welt zum Leben braucht. Das ist schön. Ich dachte, du kämpfst vielleicht, aber nein. Ich glaube, gegen den haben wir schon mal gekämpft. Nicht schnell genug. Ah, mach mal ein bisschen hin. Hopp, hopp. Entschuldigung, ich war gerade noch im Pokémon Center. Ach, alte Frau, ist doch auch kein D-Zug. Ich gehe da mal in die Bibliothek. Wo ist er denn jetzt hin? Lutz? Lutz? Ich weiß, in einer Bibliothek. Ach, da bist du ja. Hey, Sefi, hierher. Hier geht es lang. Also gut, Opi. Ich habe Sefi mitgebracht, wie ich es gesagt habe. Und nun bin ich auch schon wieder weg. Aha. Ich verstehe schon. Endlich sind alle hier. Sefi und die anderen. Hört zu. Ich erinnere euch daran, dass ich die Entwicklung von Pokémon studiere. Aber je mehr ich studiere, desto mehr Geheimnisse tauchen auf. Pokémon, die sich entwickeln und solche, die es nicht tun. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Ich weiß es. Der Unterschied zwischen den beiden Pokémon ist, dass Pokémon, die sich noch weiterentwickeln können, niedrigere Base-Stats haben, als die, die sich nicht weiterentwickeln können. Das ist der Unterschied. Entwickeln sich nur die, die noch nicht ausgereift sind?
Und was ist mit den legendären Pokémon, die sich nicht entwickeln? Müssen wir dann annehmen, dass diese Pokémon schon ausgereift sind? Naja, sie sind legendär. Ich habe eine Bitte an euch. An den drei Seen von Sinnoh sollen 3 Illusion-Pokémon leben. Wenn wir Daten über diese bekommen könnten, würde das vielleicht etwas Licht auf den Prozess der Entwicklung von Pokémon werfen. Ich benötige bei diesem Unternehmen die Hilfe eines jeden einzelnen von euch. Helft mir, die Pokémon zu finden, die als Illusion-Pokémon gelten. Hey, was ist das denn? Wieso hab ich keinen Pokédex? Und wer ist aus dem Labor gerannt, wie von einer Tarantel gestochen, bevor ich ihm einen geben konnte? Aber das ist längst Schnee von gestern. Um ein guter Trainer zu werden, ist es auch wichtig, Pokémon mit eigenen Augen zu sehen. Darauf können Sie wetten, Professor. Das wird in den Pokédex eingetragen und Ihnen bei den Forschungen helfen. Ich hätte euch auch ohne. Ach, egal. Es gibt 3 Seen und ihr seid 3 Trainer. Teilt euch auf, sodass jeder einen See untersucht. Lucius, du gehst zum See der Wahrheit. Ja, Sir. Lutz, ich möchte, dass du zum See der Stärke gehst. Das führt dich fast bis nach Blizzard. Der Weg dorthin ist schwierig, daher schafft es nur ein starker Trainer. Ha, ja sicher, Opi, du nennst die Dinge beim Namen. Du weißt, dass ich der Beste bin. Weißt du was? Ich wollte sowieso ein paar von diesen legendären Pokémon für dich fangen. Weil du uns unsere Pokémon auf Route 201 gegeben hast. Das hatte ich nur irgendwie bis vor einer Sekunde vergessen. So soll es sein. Ich zähle auf dich. So. Und so bleibt für Sefi nur noch der See der Kühnheit. Der See befindet sich zwischen Schlede und Weideburg, wenn ich mich recht erinnere. Ist es vorbei? Ist auch niemand verletzt? Was sollte das denn? Also, ich meine, zum Fernseher! Los, Nachrichten, irgendwas! Ja? Gibt's da auch irgendwas? Das ist ein komischer Fernseher, der zeigt nur ein Bild. Die Szene, die Sie eben sahen, stammt vom Ort des Geschehens. Sie wurde von einem zufällig anwesenden Kameramann aufgenommen. Gut, dass da gleich zwei standen. Da ist man ja wirklich sprachlos. Möglicherweise wird nach der Explosion etwas am See freigelegt. Hey, Opi, die sagen ja was. Das war eine Explosion. Aber wieso am See der Kühnheit? Lass uns nach draußen gehen. Ich mache mir Sorgen um den Ort. Kinder, seid vorsichtig, wenn ihr die Treppen runtergeht. Sefi, du solltest auch aufbrechen. Sei bitte immer auf der Hut. Es könnten Nachbeben auftreten. Ja, Professor Eibe, ich bin ganz vorsichtig. Ich werde mich nur wie immer die Treppe runterwerfen. Wenn ich dann eh schon falle, können mich die Nachbeben mal... Ich komme den Nachbeben einfach zuvor. Dieses Beben gerade, es hat keine natürliche Ursache. Hey, hey, Leute, Leute, habt ihr das nicht gehört? Am See der Kühnheit soll es zu einer Mega-Explosion gekommen sein. Aber jetzt ist wohl alles wieder in Ordnung. War wohl nur sehr laut. Opi, ich mach mich auf die Socken. Ich habe dein ungutes Gefühl. Dieser Lutz, er kann wohl niemals stillsitzen. Sefi, ich möchte nicht zu viel von dir verlangen, aber du musst zum See der Kühnheit. Nach einer solchen Explosion ist da wohl kaum alles in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Du musst es herausfinden. Bevor du aufbrichst, muss ich dich warnen. Unternimm nichts, was gefährlich werden könnte. Wir werden dir helfen, sobald wir am See der Wahrheit nach dem Rechten gesehen haben. Der See der Kühnheit? Ich frage mich, was passiert ist. Naja, es gab wohl eine Explosion. Das ist wohl passiert. Ich glaube, von da ist es tatsächlich kürzer. Wobei, ich glaube, das tut sich jetzt wirklich nicht viel. Mist. So, dann streifen wir mal hier entlang. Ja, ich glaube, der andere Weg wird auch einfacher gewesen. Muss man viel mehr ausweichen. So, da wären wir schon. Natürlich, in guter alter Manier. Hallo, Staravia.
Gott, hier habe ich Sorisa trainiert. Hier ist sie quasi groß geworden. So lang ist es her. Das war von einer Woche. Maximal. Damals haben diese Girafarix sie noch mit einem Schlag besiegt, wenn sie Zielstrahl eingesetzt haben. Heute ist es vermutlich eher andersrum. Ich liebe dieses Gras nicht. Hi. Hahaha, nächster Halt, See der Wahrheit. Nächster Ort einer Zivilisation am nächsten Kopf ist das Kapf-Zweiblatt-Dorf. Keiner wird sich uns also entgegenstellen. Oh mein Gott, die Karpathos haben kein Wasser mehr. Ein Karpathos zappelt hilflos am Boden, aber... Kann es über Wasser leben? Stirbt es jetzt nicht? Möchtest du dich dem Karpathos anschließen und hilflos im Matsch zappeln? Den Karpador bitte. Den Karpador. Keine Ahnung, was man Karpador in der Mehrzahl nennt, aber wir sind eindeutig mehr als eins. Wenigstens haben wir was Effektives gegen diese Charmians. Oh, schön, die Kratzfrüh ging daneben. Das sind doch mal gute Nachrichten. Kramux, lass es mal lieber nicht gegen antreten. Aber ich glaube, so gute Flugattacken lernt Kramux gar nicht. Ich meine, ich glaube, das war der Grund, warum das Kramux von Cyrus Burschnabel als Eierattacke bekommen hat, weil es per Level-Up keine guten Flugattacken lernt. Mein Sneeble hat ja auch Eis, und das lernt es auf normalem Weg, glaube ich, gar nicht. Glaube ich. Ich glaube auch, dass Blitz ein Level hat. So. Gott, sind das viele. Das Team Galaktik hat keinerlei Verwendung für diese Karpador. Ja, aber deswegen muss man sich doch schon lange nicht umbringen. Tut sie doch wenigstens ins Wasser zurück. Die können doch nichts dafür, dass ihr hier so am Austicken seid. Nennt man das Austicken, wenn man eine Bombe zündet? Wir haben die Galaktikbombe gezündet. Ihre Sprengkraft war enorm. Ich dachte, die habt ihr im Großmoor schon gezündet. Und naja, das steht immer noch wie eine Eins. War wohl nur ein Blindgänger. Wir hätten uns echt einen Bronze trainieren sollen. Als Stahl-Psycho-Pokémon wäre es gegen die ganzen Galaktiks ja Amok gelaufen. Die hätten nichts, um sich dem Teil entgegenzustellen. Hinterher ist man immer schlauer. Na gut, auf der anderen Seite schätze ich, wir wollten uns das auch nicht zu einfach machen. Anstelle unseres Bosses werde ich dich für deinen Widerstand bestrafen. Oh, eigentlich bunkelt. Das alte Furunkel. Gut, dass uns das Teil auch überhaupt nichts kann. So, es kann uns mal am allerwertesten. Ein Hunduster. Versuchen wir es.
Wir haben ja immer noch den guten alten Durchbruch. Und ich weiß gar nicht, kann das? Das Teil müsste schon Feuerzahn können, glaube ich. Ich glaube, das habe ich mich schon mal gefragt. Und ein Skankapu. Ich glaube, da können wir auch mit Käferbiss angreifen. Alle unsere Attacken sind maximal neutral. Das klappt da erstaunlich gut. Und damals sind es nur noch 2 Level-Ups bis zur Entwicklung. Mir gefällt, wie gut es sich gegen die Galaktik-Leute behaupten kann. Natürlich ein Volltreffer. So. Das war doch gar nicht mal so schlecht. Da haben wir einen Trank. Ja, haben wir bestimmt. So. Und dann kann sie nämlich gleich weiterkämpfen. Was machst du hier? Du willst die Explosion untersuchen? Bah, ist da auch egal, wer du bist. Das macht eh keinen Unterschied mehr. Die jetzt brechen wirklich interessante Zeiten an. Alle legendären Pokémon werden in unser Hauptquartier in Schlaede gebracht. Hallo? Die Mission verläuft wie am Schnürchen. Da wird der Boss sehr froh sein. Alles für alle und für das Beste und das Beste für Team Galaktik. Ich kenne dich doch. Du bist doch das Kind, das in ewig genau das Gebäude vom Team Galaktik überfallen hat. Jupiter sollte sich schämen, dass sie sich von einem Kind in die Knie zwingen lässt. Jeder, der sich Team Galaktik in den Weg steht, wird die Konsequenzen spüren. Jeder noch so kleine Pieps gegen uns wird von uns übertönt. Natürlich fängt er mit Golbert an. Das hätte alles sein können. Naja, packen wir Blitz dagegen mal wieder aus. Dem stört der Windstift wenigstens nicht. Natürlich schreckt es zurück. Lass mich raten, der Schreck jetzt wieder zurück? Nein. Nicht nochmal. Der hat gesessen. Und noch ein Volltreffer. Gefällt mir. Oh, Toxiquark. Kann sich Sorisa wieder drum kümmern. Oh, schon Level 40. Das schaut aufgrund der Fähigkeit. Naja, wir haben halt Aero, das ist effektiv. Und dann fängt das schon mal an zu schaudern. Das könnte ziemlich knapp werden. Oder auch nicht. Ciao. Hallo, Bronze. Das hat doch bestimmt Schwebe, oder? Finden wir es raus. Oh, ich würde mal sagen, es hat Schwebe. Und es ist Gott sei Dank zu inkompetent, um mit seinem Felsgrab zu treffen. Dann überlassen wir das mal Enfer. Enfer sollte wirklich keine Probleme gegen Toxiquark haben. Kampfattacken sind doppelt schwach, Giftattacken sind nicht effektiv und Bodenattacken haben nicht mal Wirkung drauf. Also sollst du deine Schlammbombe mal ganz schnell stecken lassen.
Naja, und Finte ist neutral und macht, naja, jetzt nicht so viel Schaden. Das Level-Up hat es sich verdient. Du bist stark. Verstehe ich, warum du uns trotzen konntest. Selbst ich, ein Commander, kann uns gerade mal etwas Zeit verschaffen. Aber das ist schon in Ordnung so. Ein Kind wie du wird es niemals schaffen, gegen den Strom der Zeit zu schwimmen, ohne unterzugehen. Team Galaktik wird die drei legendären Pokémon aus den Seen fangen. Und mit ihren Kräften werden wir ein vollkommen neues Universum schaffen. Mars sollte mittlerweile das Pokémon vom See der Wahrheit gefangen haben. Schön, dass ihr so eine friedliche Musik spielt und die Carpador hier alle am Verrecken sind. Klasse. Jedenfalls, wir machen jetzt eine kleine Pause. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Werden wir dann gleich zum See der Wahrheit aufbrechen und die Galactic Star verkloppen, falls sie da noch sind. Wir sehen uns dann also hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Also, wie sage ich wie immer, ciao!